3 bis 4 Mal bebt die Erde jeden Tag in der Schweiz und in den unmittelbaren Grenzgebieten. Wie das es dazu kommt und was das genau bedeutet, erklären wir dir jetzt. Erdbeben entstehen meistens durch die Kontinentalverschiebungen. Die äußerste Schicht der Erde ist in 7 grosse und mehrere kleine Platten unterteilt. Die sind ständig in Bewegung und schieben sich voneinander weg, aneinander vorbei oder aufeinander zu. Dabei entsteht eine gewaltige Spannung. Irgendwann löst sich die Spannung, die aufgestaute Energie entlädt sich und die Erde bebt. Die Stärke eines Erdbeben misst man mit einem Seismometer und das wird dann meistens mit der Richterskala in verschiedene Stufen unterteilt. Alles bis zu der Stufe 3 sind leichte Beben. Die spürt man kaum. Ab der Stärke 4 wachen vereinzelte schlafende Personen auf. Geschirr klappert, hängen die Gegenstände schwingend umeinander. Bei Stufe 5 wird es dann schon gefährlicher. Viele Leute verschrecken, flüchten aus den Häusern. Bei älteren Gebäuden kann es Risse in der Wand geben. Ab der Stärke 6 wird es heftig. Viele verlieren das Gleichgewicht. An Häusern gibt es teilweise grössere Schäden. Bei der Stärke 7 verbreitet sich allgemein Panik. Ganze Häuser können einstürzen. Über weite Gebiete gibt es Zerstörung. Ab der Stufe 8 nehmen auch sehr solid gebaute Häuser Schäden. Es gibt Zerstörung in einem Bereich von mehreren hundert Kilometern. Stufe 9 ist extrem. Das Resultat ist eine verheerende Zerstörung im Bereich von 1000 Kilometern. Das stärkste Erdbeben, das jemals gemessen worden ist, war bei einer Stufe von 9,5. Das Beben hat 1960 eine Stadt in Chile zerstört und einen 25 Meter hohen Tsunami ausgelöst. Das stärkste Erdbeben in der Schweiz in den letzten 100 Jahren war 1946 bei Siders im Wallis. Das Beben mit einer Stärke von 5,8 hat Lawinen und Felsstürze ausgelöst. 4 Menschen sind dabei ums Leben gekommen und 3.500 Gebäude sind beschädigt worden.